ist es einfach ein Teil von meinem Leben geworden und ist es natürlich dann auch noch. Es war einfach super viel Spaß, dort mitzumachen und die Gemeinschaft ist einfach fantastisch. Der Vorchor der Domsingknaben, der die Knaben des ersten Schuljahres versammelt, probt mittwochs immer um 16 Uhr. Die Kinder können dort in der Regel noch nicht lesen. Das heißt, wir machen viel mit Spielen, mit Bewegungsspielen und mit Elementen der musikalischen Früherziehung. Und im Laufe des Schuljahres der ersten Klasse wird dann die Lesefähigkeit ausgebildet, sodass wir auch anhand unseres Gesangbuchs, des Gotteslob, einige Kirchenlieder einstudieren können, die dann auch nachher bei einem oder zwei Gottesdiensten in Münster gesungen werden. Gemeinschaft und alle singen halt toll und dann hörst du halt auch diese Klänge und das macht dir dann wirklich Spaß, das erfüllt dich mit Freude, dann hast du selbst Lust so richtig mitzusingen. Und wenn du dann auch mitsingst, hast du das Gefühl, also eigentlich ist es unbeschreiblich, aber es ist einfach toll. Also dann hörst du einfach alles, das Klavier spielt, alle singen das jeweilige Stück, du siehst an jedem die Freude und das ist halt eben selbst toll. Der Aufbauchor, zweites bis viertes Schuljahr, intensiviert die Chorarbeit dahingehend, dass die Proben in der Regel zweimal in der Woche stattfinden. Dort sind drei Jahrgänge versammelt. Die Literatur, die wir dort singen, sind Lieder aus dem Gesangbuch, also aus dem Gotteslob. Dann viele Lieder aus der einstimmigen Chorliteratur und auch viele lustige weltliche Lieder, die wir dann bei bestimmten Anlässen, zum Beispiel beim Sommerfest der Domsingschule im Sommer oder auch bei Gottesdiensten in Münster oder bei einem Ausflug des Aufbauchores im Frühjahr in einer Gastkirche singen und so auch im Chorleben des Aufbauchores unsere eigenen Termine und unsere eigenen Auftritte haben. Der größte Unterschied dann natürlich zum A-Chor ist, dass man dann auf einmal vierstimmig singt oder dann sogar achtstimmig. Und das macht einfach unglaublich viel Spaß, weil man die ganze Zeit angetrieben wird, auch von den Männerstimmen vor allem, mit denen man ja nicht die ganze Zeit dann auch probt. Wenn man dann in der Tutti-Probe, also in der Probe, wo alle zusammenkommen, diese Stücke dann so, sag ich mal, vollendet und zusammensetzt und dann erst merkt, was für ein toller Klang da entstehen kann, das ist natürlich dann ein ganz, ganz toller Moment, gerade in den Proben. Und das ist jetzt auch mein Aufruf oder meine Bitte oder meine Einladung, dass auch Jungs im Grundschulalter, also so ab erstem Schuljahr, zweites Schuljahr, drittes Schuljahr, viertes Schuljahr, jetzt die ideale Möglichkeit und den idealen Zeitpunkt haben, um wieder in die Domsingknaben einzusteigen, um in diese profunde musikalische Ausbildung einzusteigen und auch einzutauchen in diese wunderbare Chorgemeinschaft, die wir in allen Gruppierungen hier haben, in diese Freundschaft, in dieses lebenslange Lernen, wo mir viele inzwischen erwachsene Männerstimmen sagen, dass das doch die prägende Zeit ihrer Kindheit und Jugend gewesen ist, wo sie ganz, ganz viel Kraft und einfach gelernte Fähigkeiten herausziehen. Wenden Sie sich an mich oder an unsere Mitarbeiter und
dann können sie einfach mit ihrem Knaben einen Schnuppertermin vereinbaren, wo sie einmal in die Gruppen reinschauen, und in der Regel fängt der Knabe dann sofort Feuer und es eröffnet sich eine neue Welt des Chorgesangs und der Chorgemeinschaft.